Der Quallensee der Insel Ailmaik liegt im Inselstaat Palau im westlichen Pazifischen Ozean. Bekannt geworden ist er durch das Massenvorkommen der goldenen Qualle. Diese ist nah verwandt mit der Schirmqualle Mastigias papua. Die Quallen sind goldbraun, ohne blaue Pigmentierung, die bei ihren nahe verwandten Quallen sonst üblich ist. Es können feine weiße Flecken vorkommen. Die verdickten Endteile sind relativ kurz und breit. Die Nesselzellen haben sich zurückentwickelt und sind für Menschen in der Regel harmlos. In Ausnahmefällen können geringe Irritationen auftreten und man kann ein leichtes Stechen im Gesicht und auf den Lippen spüren. Die Quallen werden bis zu 23 cm groß. Sie leben von Zooplankton und von mikroskopischen Lebewesen, den Zooxanthellen, die symbiontisch in anderen Lebewesen leben können. Ihnen verdanken die Quallen ihre Färbung. Der marine Quallensee entstand vor etwa 12.000 Jahren und ist heute mehr als 400 Meter lang und etwas über 30 Meter tief. Die Wassertemperatur beträgt an der Oberfläche ca. 31 bis 32 Grad Celsius. Der See ist ohne Durchmischung permanent geschichtet. Die oberste Schicht reicht bis ca. 15 Meter Tiefe und besteht aus sauerstoffreichem Wasser. Der Sauerstoffgehalt nimmt dabei bis zur Schichtungsgrenze bis 0% ab. Es folgt eine Chemokline, an der sich eine stabile, etwa 3 Meter dicke schwebende Matte eines Purpurbakteriums gebildet hat, die nahezu das gesamte Sonnenlicht absorbiert. Ab dieser Schicht ist das Wasser anoxisch und die Konzentration von Schwefelwasserstoff beginnt zu steigen. Dieser kann vom Menschen über die Haut aufgenommen werden und zum Tod führen. Unter der Chemokline ist das Wasser relativ klar. Der Seespiegel liegt auf Meeresspiegelniveau. See und Meer sind durch 3 Tunnel nahe der Oberfläche miteinander verbunden, wodurch ca. 2,5% des Wassers der oberen Schicht des Sees täglich ausgetauscht werden. In der Nacht führen die goldenen Quallen im westlichen Becken des Sees zwischen der Oberfläche und der Chemokline mehrere Auf- und Abwanderungen durch. Am Morgen wandern sie zum östlichen Becken und am frühen Nachmittag wieder zurück. Meist das ganze Jahr ist der See von etwa 5 Millionen Medusen bevölkert. Es wurde berechnet, dass es zu Spitzenzeiten bis zu etwa 30 Millionen sein können.